So, liebe Leute, und damit willkommen zurück zu Writhing World 0.5.6.5. Und wir sind hier wieder live beim Zuschalten, oder beim Zuschauen besser gesagt, einer Küche, wie man eine Küche baut. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Holz geholt. Ja, sieht man jetzt hier noch nicht an dieser Stelle, weil ich erst das Holz machen muss, ne? Also, hier muss ich jetzt erstmal klicken. Ich möchte gerne 64 Holz haben. Und gibt er mir die 64 Holz, sagt, ja, hier, bitte hast du, danke. Die habe ich dann natürlich auch in der Hand. Klingt logisch. Und dann bauen wir hier weiter an der Küche. Und da wollte ich jetzt mal hiervon 1, 2 haben. Machen wir hier nochmal 2. Hier einen. So, sollte eigentlich reichen. Ja, ich muss demnächst ja auch für einen Umzug, wir müssen uns ja eine Küche holen und da muss man auch dann mal gucken, welche Küche man nimmt, was man für eine Küche nimmt. Das sind also wichtige Faktoren, die es auch im gerade so... Guck mal hier, da seht ihr, da brauche ich eine andere Größe an Küche. Nee, hier muss ich dann mal... Gibt es hier eigentlich auch eine... Nee, eine Spüle gab es hier nicht, ne? Das war... Genau, das war das. Da wollte ich dann noch mit einer anderen Idee kommen. So. Alt... Ich habe doch hier noch so einen. Ha! Und zack. Also ihr seht, das ist eine riesen Küche. Wer so eine Küche hat, ja, der hat echt ein Glück gehabt. Und das ist jetzt hier so ein Drittel-Ding, glaube ich, ne? Drittel und Drittel, also kein großes. Nee, wie gesagt, also ich muss mich demnächst auch mal mit einem Küchenkauf beschäftigen. Und da, puh, weiß ich jetzt noch nicht, was ich da für... Drittel. Ah ne, das ist die Spüle. Oh verdammt, die habe ich ganz vergessen. Ah! Hälfte und Drittel. Ein halb. Ein Drittel. Bräuchte ich zwei Stück, oder? Muss ich gleich mal gucken. Warte mal, was bräuchte ich jetzt für die Spüle? Was war denn das jetzt? Ah, die Spüle. Spüle. Küchenzeile, Spüle. Achso, ich brauche nur Holz. Ah, okay, gut. Das ist ja kein Ding. Holz haben wir ja jetzt. massig. Aber auch das wird irgendwann leer sein. Ungefähr jetzt. So, gucken wir also. Wir brauchen nochmal Holztische. Spüle. Jetzt nehme ich einen halben und ein Drittel, glaube ich. Das ist das, was am besten jetzt helfen könnte. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, was mich natürlich ärgert, ich muss diesen einen Schrank da wieder abbauen. Muss jetzt mal genau überlegen, welchen nehme ich denn da. Am besten wäre ja eigentlich so eine Spüle mit Schrank, ja. Nehme ich den da. Na komm. Mach dich weg! Dann gehen wir hier hin. Und platzieren die Spüle. Gott. Ja, das sieht doch jedenfalls ein bisschen nach was aus. Das könnte wirklich passen mit dem Drittel. Das Problem ist bloß, das Drittel da reinzubekommen. Ah, doch. Ja, eine kleine Lücke, ein bisschen Luft muss man ja immer lassen, ne? Aber hey, wir haben unsere Küche fertig. Yippie! Wieso sieht das da so doof aus? Ah, ne, da sind überall immer diese Lücken dazwischen, oder? Ach so, ah, okay, Also, Drittel und Halb brauche ich. Also, einmal brauche ich noch. Ganz fertig sind wir ja noch nicht. Da. Tische. Halb, Drittel und Halb. Dann wird das Holz auch schon eng, haben wir gesehen. Er sagt gerade schon, ich mag nicht mehr. So. Zack, und wo ist die dritte? Es müsste sich jetzt genau aufgehen. Es dürfte jetzt hier nicht drüber gucken, genau. Aber hier passt es genau. Cool. Es passt genau. Yeah! Das finde ich cool. Das finde ich richtig gut. So, und ja. Wie mache ich jetzt den Kühlschrank? Bin ich jetzt gerade am Überlegen. Also ich weiß, hier kommt noch ein Herd hin. Also, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen. 1, 2, 2,5. Ja, so.
Kann ich das irgendwie markieren? Ich markiere es jetzt einfach mal, die Herdplatte. Oder der Herd. So, hier kommt dann der Herd hin. Ja. Hier kam der Kühlschrank vor. Und dahinter war dann... Ah, das war aber eigentlich auf der Höhe hier. Muss ich einmal verschieben, glaube ich. Verschiebe ich einmal. Ich muss jetzt, wie gesagt, erstmal gucken von der... Wieso stand ich da gerade oben? Wieso stand ich denn da gerade oben? Egal. Ja, es ist wirklich so... Jetzt muss ich mal gucken. Man kam hier so drauf zu und rannte genau auf den Herd. Genau. So kommt das hin. Da kommt es auch hier von der Breite hin. 3. 1, 2. Ja, okay, jetzt hier nicht. Ich könnte jetzt noch ein bisschen ein nach vorne. Aber ob es das jetzt wirklich ausmacht, denke ich mal nicht. Das passt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mache am besten. Gehe ich da mit Holz ran, baue da auch so ein rundes Ding und warte, bis dann irgendwann mal der Herd kommt oder nicht? Besonders wie mache ich das, weil es ja da hinten immer so offen ist. Ich habe eine Idee. Aber ich habe kein Holz mehr. ja. Okay, darüber müssen wir jetzt erstmal philosophieren. Gibt's was, Doc? So, keine Steine, kein Holz. Ich bin aus, die Maus. Das ist doch nicht gut. So war das nicht geplant, dass es so schnell geht. Ja. Obwohl, hä? Ich hab doch noch... Hä? Da hab ich doch noch Holz. Moment. Ich hasse es. Manchmal, wenn man zu viel auf einmal macht, anscheinend erkennt er das nicht richtig. Jetzt bin ich echt gerade am Überlegen. Okay, ich kann erstmal den Wohnzimmertisch machen. So, Beistelltisch, Gartentisch, Beistelltisch, Tisch, Tisch. So einen schönen Wohnzimmertisch hatten wir, ja. Und ich glaube sogar, der war in so einer Farbe hier. Der war mehr rustikal. Den kann ich ja schon mal bauen. Ja, wegen dem Herd, wie mache ich denn das jetzt am besten? Wenn ich das in runden Dingern mache. Doch. Ich brauche bloß mehr Holz. Ich wollte schon immer mal schreien. So. Geh. Aha, der Tisch ist ja süß klein. Ah, verdammt, das habe ich befürchtet. Kann man den später nochmal bewegen? Ich sag jetzt einfach mal, der war da. So. Also, teilweise sind die Relationen hier echt ein bisschen bescheiden. Aber okay, gut. Kümmere ich mich jetzt erstmal um die erste Herdecke. Ja, da muss ich jetzt hier einmal drehen. Damit das hinkommt, ja. So, dann platzieren wir das mal. Jetzt bin ich doch einen weiter nach vorne gegangen. Verdammt. Nee, ich möchte es euch jetzt unbedingt zeigen. Jetzt muss ich gerade echt mal hier einen schnellen Baum suchen. Ist halt wirklich das Problem, man sammelt genügend Holz. Wirklich genügend. Und dann stellt sich heraus, doch nicht genügend. Ja, also ich habe wirklich hier... Oh, Sekunde. Holz gefällt in Massen. Und ich möchte euch das jetzt auch nicht unbedingt nochmal so lange antun. Ja, nachdem sich da... nachdem euch das ja anscheinend doch jetzt besser gefällt, wenn ich da euch nicht zeige, wie ich alles abbaue. Wobei ich es jetzt halt mal machen muss. Bleibst du hier! Ja. Es wird auch schon wieder Nacht. Ich könnte doch jetzt kotzen. Es kommt doch alles auf einmal. Alles auf einmal. Ja. Aber, ey, ist kein Ding. Der Truhe hat alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alles ist da. Und so, es müsste jetzt eigentlich an Holz reichen.
Jedenfalls, um die Küche fertig zu kriegen. Holz. Oh, 19, okay. Ob es jetzt reicht, ich zweifle dann doch langsam wieder dran. Weil 48. Aber vielleicht seht ihr dann schon, was ich so ungefähr meine. Sagen wir es mal so, vielleicht funktioniert es ja. Ja, zwei. Ja, ich habe es befürchtet, einmal fehlt mir. Ganz knapp hätte es gereicht, aber nein, es funktioniert leider nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Gut, hier erkennt das richtig. Ja. Nee, da brauche ich dann noch mehr Blöcke. Weil selbst wenn ich das jetzt hier ranmache, ich kann das ja einmal ganz kurz zeigen, ist das sehr kurz bemessen. Also es muss hier doch schon was dazwischen. Ja, aber ich glaube, dafür habe ich noch... Nee, dafür habe ich auch kein Holz mehr. Oder? Nee, zwei Stück reicht nicht. Bäume. Die wachsen noch da hinten. Kurz mal wieder an mit dem Cheat, ne? Mann, ich möchte euch das unbedingt zeigen, ey, was mir gerade durch den Kopf geht und... Ach. Ey, echt. So lange davor Holz gefarmt. Ja, das Problem ist halt, dass die Bäume jetzt hier nicht so schnell wachsen wie auf einem Server, dass man da eben mal in Massenholz farmen kann, weil er ja immer auch rumrennen muss. Deswegen habe ich auch jetzt da hinten schon in Masse was hingepackt. Und ja. Hallo? Er sammelt nicht. Und der Baum hat auf die Physik komplett verzichtet. So, kommen wir nochmal zur Nacht. 17 Stück hatte ich vorhin. Das heißt schon mal 24, ist schon mal mehr. Aber ich glaube, ich fäll hier noch ein paar. So, und jetzt möchte ich mal wirklich von euch wissen, weil wenn ich mir das auf meinem Monitor angeguckt habe, wenn Nacht war, also ich fand jetzt nicht so, dass man nichts sehen konnte. Also es ging eigentlich. Ja, es war nicht dunkel, für mich war es die normale Helligkeit. Bin extra sogar noch in der Gamma nach, nennt man das jetzt unten oder nach oben? Also ich habe sogar noch dunkler gemacht dann bei mir, um das einmal zu testen vom Monitor her und auch heller. Und ich konnte jetzt wirklich nicht sagen, dass man da nichts erkennen konnte. Klar, wenn ich alles auf schwarz gestellt habe, dann habe ich wirklich nichts mehr erkannt. Aber dann habe ich auch den Desktop nicht mehr erkannt. Ich hätte eigentlich auch den Monitor ausmachen können. Ja, das Einzige, was ich nur gerade merke, ist, komischerweise, die Nacht fängt an und meine Frames machen gerade in den Drop the Frames. Ja, Drop the Frames. Oh, da habe ich ja auch noch hier so machen. So. So, legen wir uns kurz hin. Frisch ausgeruht, die Vögel zwitschern. Das ist doch schön. Geht es weiter ans Werk. Holz. Also 49 Holz sollten jetzt wirklich ausreichend sein. Also, dann weiß ich es bald echt nicht mehr. Also, allein, dass ich die jetzt noch holen musste, war mir schon unangenehm. Eins, zwei und noch eine Ecke. Reicht, Tatsache. Ist doch schön. Sowas sieht man doch gerne. Was mich aber wundert, über Nacht müsste man doch eigentlich, wenn man sich schon schlafen legt. So. Jetzt stelle ich mir hier gerade wieder die große und alles wissende Frage. Sieht das in Ordnung aus? Steuerung. Kann ich mich jetzt bewegen? Nee, leider nicht. Ich platziere es jetzt einfach. Ich kann jetzt nicht anders. Ich muss... Ja, doch. So ist es in Ordnung, doch. Gut. So, hätten wir dann hier diesen Herdblock. Wie ich das da jetzt mit dem Grill mache, keine Ahnung. Muss ich noch gucken. Fakt ist aber, das sieht schon mal in Ordnung aus, kann man sagen. Ja, da muss ich dann natürlich noch ein Brett drauflegen. Habe ich ein Brett da, um mal zu gucken, ob das passt von der Größe her. Weil dann würden nämlich alle meine Probleme weg sein.
Warum kann ich hier nichts drauflegen? Ach, verdammt. Komm rüber, du Holz. Jetzt ernsthaft? Wow. Boom, Baby. So, gucken wir mal. Oh, er kann ja aber hier noch einiges kleiner. Jawohl. Höher, höher, höher. Ja. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Das könnte sogar funktionieren. So, und jetzt muss ich es nur noch breiter machen. Ich packe da eh noch was anderes drauf, aber es funktioniert genauso, wie ich es mir denke. So, und das Ganze dann nochmal. Ah, es wird knapp. Nee, ne? Ernsthaft? Ich brauche nochmal so ein Holz. Verdammt! Ich brauche nochmal so ein Holzding. So, Holzbalken 86. Es ist 1986. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Okay, gut, der war ein bisschen doof, aber egal. Ja, ich habe es schon befürchtet, dass es genau so passieren wird. Jetzt muss ich hier raten, hoffen, dass es passt. Ja. Es war so klar. Ja. Och, komm schon. So, gucken wir mal, ob es so passt. Ach, was war das denn hier für eine Grütze? Das ist halt jetzt hier das Doofe. Muss ich sagen, hier muss man wirklich mit Augenmaß arbeiten. Auch, dass der hinten rausguckt, aber das ist kein Problem. Da habe ich eh dann noch was anderes vor. Nein! Oh, Mann! Gibt's doch nicht. Okay, gucken wir nochmal. Jetzt schiebe ich nochmal rüber. Ich muss genau den Punkt finden, das ist halt das Problem. Und auch hier ist es wahrscheinlich wieder zu hoch. Und hier verschiebe ich das wieder dahin. Ach, Mann. Nee, das muss ich dann nochmal neu machen, liebe Leute. Das muss ich definitiv nochmal neu machen. Das, also ihr seht, was es werden soll. Wie es dann funktionieren soll, aber jetzt aktuell so funktioniert es gerade nicht. Hier passt es, hier passt es nicht. Muss also eh nochmal weg. What? So ein Drecksding. No! Gut, Leute, ich bin euer Tro. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.